Als Klimaschakira ist die deutsche Psychologiestudentin Anja Windel vielen bekannt. Regelmäßig hat sich die Aktivistin der letzten Generation auf der Fahrbahn festgeklebt. Das, also dass sie Deutsche ist, soll ihr jetzt zum Verhängnis werden. Heute Vormittag wird sie über 3 Stunden von der Fremdenpolizei in Leoben befragt, laut Windel mit dem Ziel eines mehrjährigen Aufenthaltsverbots. Wir versuchen es darüber zu legitimieren, dass wir bei einer Aktion ja mal Öl auf die Straße gekippt haben. Da sehen Sie die Option, dass das unter schwere Störung der öffentlichen Ordnung fallen könnte. Und entsprechend probieren Sie es. Auch die Aktion beim Neujahrskonzert soll laut Behörde gemeingefährdend gewesen sein. Ich kann aus meiner Sicht ganz sicher sagen, dass da keine Gefährdungslage zu irgendeinem Zeitpunkt bestanden hat durch das, was ich gemacht habe. Es gibt zwar etliche verwaltungsrechtliche Anzeigen, aber noch nichts Rechtskräftiges, betont Windel. Und um ein Aufenthaltsverbot zu bekommen, müsste da schon mehr sein. Ich wüsste es tatsächlich nicht, dass das das normale Prozedere ist. Ich weiß nicht, vielleicht nerve ich einfach bloß besonders. Kann gut sein, aber da wird vermutlich einfach bloß probiert, dass man sich einen mal rauspickt und dann vielleicht hat es eine abschreckende Wirkung auf andere. Einige Rechtsexperten äußern da heute auch die Ansicht, dass alles, was man Windel vorwirft, für eine Ausweisung aus Österreich längst nicht reicht und dass die Ausländerbehörde mit einem oft monatelangem, manchmal jahrelangem Rückstau eigentlich Wichtigeres zu tun hätte.